Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. Hallo liebe Lehrgangsteilnehmer, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir eine Platine, die schon fertig geroutet ist, erweitern können. Wir starten mal unser Projekt, gehen mal hier in den Leiterplatten-Editor. Wir hatten ja bereits unsere Platine hier geroutet. Wir lassen nochmal den DAC-Steck laufen. Wir sehen, alles noch okay, alles gut. Und jetzt stellen wir aber fest, okay, wir haben jetzt unsere Platine hier und wir möchten jetzt hier noch ein paar Mounting Holes anbringen, einfach um diese Platine, dass wir irgendwo in einem Gehäuse verschrauben können. Die fehlen uns ja noch. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie wir dazu vorgehen. Es gäbe jetzt die Möglichkeit, hier drauf zu gehen und unseren Footprint hinzuzufügen. Das machen wir nicht, hat folgenden Hintergrund. Footprints, die wir hier in der Leiterplatte direkt hinzufügen, die können wir also hier händisch zufügen, das geht, tauchen aber nicht in der Stückliste auf. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich die Stückliste erstelle, vergessen, die Schrauben zu bestellen, damit wir unsere Platine im Gehäuse festschrauben können oder dergleichen. Ja? Diese Bauelemente werden hier nicht mit angegeben und das ist ein bisschen problematisch. Diese Funktion empfehle ich nur fortgeschrittenen Nutzern, die wirklich wissen, was sie tun. Wir machen das anders. Wir gehen in unser Projekt, starten jetzt mal den Schaltplan-Editor, drücken die Taste A, wie wir es schon gelernt haben, und fügen uns jetzt das Symbol für die Bohrungen hinzu. Und Bohrungen, solche Mounting Holes im Englischen geschrieben, finden wir hier unter Mounting Hole. Da gibt es verschiedene. Wir sehen das jetzt hier. Einmal ein normales Mounting Hole ohne Anschluss und es gibt eins mit Connection und dann noch zwei andere, die uns jetzt hier erstmal nicht weiter interessieren sollen. Wir nehmen mal das mit Eingang. Hat folgenden Hintergrund, das zeige ich euch gleich. Wir nehmen also jetzt dieses Pad und legen uns mal hier diese vier Pads ab. Ich beende mein Werkzeug. Ich drücke die Taste P für unser Power-Symbol. Wir wollen jetzt nämlich diese Mounting Holes auf Ground legen. Das heißt, unser Gehäuse wird dann quasi auch gleich mit auf Ground gelegt. Und das schließen wir hier mal an. Ich nehme jetzt also hier nochmal das Ground-Symbol, lege das hier ab und sage hier abbrechen, abbrechen, ziehe jetzt hier mir eine Leitung und verbinde das entsprechend auf die Konnektoren. Bitte darauf achten, dass ihr immer ein bisschen zwischen diesen Anschlüssen und diesen Junction einen Abstand haltet. Nicht diese Junctions hier auf die Pins, auf die Anschlusspins legen. Das könnte nämlich dazu führen, dass ein Bauteil unter Umständen nicht richtig angeschlossen wird. Hier sehe ich durch diesen Abstand, dass der Junction hier unten liegt, dieser Knoten, eben, dass auch dieses Bauelement sauber und ordentlich angeschlossen ist. Das vielleicht nur als Hinweis nebenher. Gut, jetzt haben wir also unsere Mounting Holes. Dann müssen wir natürlich annotieren. Wir sehen hier oben, dass die jetzt eben noch nicht bezeichnet sind. Und wir wollen hier auch an der Stelle gleich mal vorgeben, was für einen Bohrungsdurchmesser die haben. Das heißt, wir annotieren erstmal unsere Elemente. Das heißt, wir haben jetzt hier H1, 2, 3, 4. Dann gehen wir mal hier oben in die Bauteilfelder. Ich könnte jetzt hier drauf gehen mit der Taste Value arbeiten. Das ist die eine Variante. Dann müsste ich das viermal machen. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich kann auch hier auf dieses Symbol Felder bearbeiten gehen. Suche mir jetzt hier dieses H1 bis 4 raus. Da sehen wir das. Ist hier noch nicht belegt. Ich lasse das hier oben zu und gehe jetzt hier rein. Ich ziehe mir das mal ein bisschen auseinander und schreibe jetzt hier rein M3. Das soll also unser M3-Loch sein. Und wir sagen okay und schwupp ist das hier für alle vier Elemente komplett übernommen worden. Das heißt, wir haben jetzt hier also vier Mounting Holes oder Bohrlöcher, die auf Ground liegen am Ende mit dem im Maß M3. Was müssen wir noch machen? Wir lassen jetzt nochmal einen ERC-Check laufen. Wir sehen, dass wir jetzt erstmal noch keinen Fehler haben, aber wir müssen unseren Elementen noch einen Footprint zuweisen. Das sehen wir jetzt hier. Die sind noch nicht drin.
Ich könnte jetzt über die Suche gehen, ich kann aber auch hier links nach unten scrollen und wenn ich die englische Bezeichnung von Mounting Hole weiß, sehen wir jetzt hier eine Bibliothek mit Mounting Hole und dann sind wir hier drin, dann scrollen wir mal hier nach unten und da sehen wir jetzt hier eben M3, M3 DIN 965 und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dadurch, dass ich ja diese Elemente auf den Ground legen möchte, kann ich diese beiden hier nicht nehmen, sondern ich muss jetzt hier dieses M3 DIN 965 oder eben ISO 7380, aber eben mit PET nehmen und zwar in dem Fall mit PET oben und unten, beziehungsweise könnte ich hier noch auswählen, nur mit PET oben oder nur unten, je nachdem, wie ich das brauche. Das muss ich wissen, das muss ich für mich festlegen. Ich nehme jetzt mal mit oben und unten, also das hier mit PET, sage okay. Dann wähle ich mir hier diese ganze Geschichte nochmal aus und sage hier Doppelklick drauf oder Enter und dann haben wir das gleich für alle vier zugewiesen. Wir sagen okay und können jetzt über Werkzeuge oder die Taste F8 hier den Schaltplan aktualisieren, die Platine aktualisieren. Sagen wir okay und wir sagen schließen und dann liegen die hier auch schon an meiner Maus. Ich lege die mal ab und wir sehen, dass wir jetzt hier schon wieder eine Netzlinie sehen. Die können wir jetzt hier auch wieder ein- und ausblenden und jetzt müssen wir die eigentlich nur noch an den Ecken positionieren. Wir fassen die an, sagen Move. Legen das also hier unten entsprechend ab. Legen das andere hier oben hin. Wir sehen, ich kann hier das nicht so ohne weiteres ablegen, weil meine Schaltung hier im Weg ist. Ich lege das erstmal hier hin. Und die anderen beiden ziehen wir uns jetzt in dem Fall mal hier nach hinten. Und legen die mal erst irgendwo ab, dass wir das nur einigermaßen an der richtigen Stelle haben. Wir markieren jetzt mal unsere gesamte Schaltung hier und sagen mal Move und schieben das Ganze hier ein bisschen nach unten und schaffen uns damit ein bisschen Platz, jetzt dieses Mounting Hole hier abzulegen. Soweit erstmal dazu und im nächsten Video machen wir dann eine Einstellung, wie wir die hier genau exakt ablegen von der Ecke aus gesehen. Danke für die Aufmerksamkeit.